Heute möchte ich mal über den finanziellen Aspekt von GTA 6 reden, denn der finanzielle Stellenwert in GTA 6 ist immens groß, so groß, dass wir uns kaum vorstellen können. Wir kennen das aus vielen anderen Teilen von GTA 5, 4, 3, 2, 1, hast du nicht gesehen, dass wir mit unserem Geld eine Menge kaufen konnten. Waffen, Klamotten, Accessoires, du konntest zum Friesendoktor gehen, du konntest Immobilien kaufen, die dir dann auch selber noch Geld beschert haben, du konntest ins Casino gehen, du kannst wetten und so weiter und so fort. Wahrscheinlich gibt es noch ein paar andere Sachen, an die ich jetzt gerade so nicht gedacht habe, aber in GTA 6 hast du so viele Möglichkeiten, dein Geld loszuwerden. Vor allen Dingen musst du auch auf dein Geld extrem achten. Du kannst ein Business neu aufziehen, du kannst in Business Unternehmen kannst du investieren. Du hast Rechnungen, an die du niemals denken wollen würdest. Ich sag euch mal ganz kurz, was ich so alles aufgeschrieben habe. Du kannst zum Beispiel Gangmitglieder anwerben. Du kannst natürlich die Gangmitglieder, die müssen mit Waffen ausgestattet werden, mit vielleicht Panzerungen. Du musst sogar Arztrechnungen bezahlen. Das finde ich richtig geil. Du bist mit deiner Gang unterwegs, planst irgendwas, es gibt eine Schießerei, deine Gangmitglieder sind verletzt. So kann es sein, dass du die Arztrechnungen bezahlen musst. Du musst sogar für Beerdigungen aufkommen. Sollte bei einem Bandenkrieg irgendjemand von deiner Gang draufgehen, dann musst du die Beerdigung bezahlen. Ich gehe natürlich hier und davon aus, dass du in GTA 6 schon, ich sag mal, ein hohes Tier sein musst, dass du selber diesen ganzen Stuff bezahlen musst. Also wenn du selber der Auftraggeber von all möglichem Zeug bist, du kannst Drogendealer anwerben, die für dich arbeiten. Du kannst einen Fuhrpark aufbauen. Die Leute müssen ja irgendwie von A nach B kommen. Gehen da Autos kaputt, musst du die Autos bezahlen und so weiter und so fort. Und es ist sogar so, wenn du einen bestimmten Kontostand hast und geht mal davon aus, dass Jason und Lucia verschiedene Kontostände haben. Ich kann mich jetzt in GTA 5 nicht mehr daran erinnern, ob das ein Sammelkontostand war. Es ist einfach wirklich viel zu lange her. Die werden getrennte Kontostände haben. So kann es sein, dass Jason zum Beispiel, der auf Juwelen steht oder auf Schmuck steht, wenn der ordentlich Kohle auf der Bank hat, dann kann das sein, dass der das selbstständig ausgibt. Natürlich nicht alles, aber es kann sein, dass auf einmal ein paar Tausend oder vielleicht ein paar mehr als nur ein paar Tausend von deinem Kontostand auf einmal fehlen, weil er dann vielleicht ein bisschen was selbstständig kauft, Schmuck und so weiter. Bei Lucia soll das eher weniger der Fall sein, wenn dann kauft die irgendwelche Sachen zum Leben. Auf jeden Fall wisst ihr da Bescheid. Also der finanzielle Aspekt ist nicht zu unterschätzen. Schutzgeld soll auch ein Thema sein und Zeugenbestechung. Das hatte ich schon mal erzählt. Wenn zum Beispiel du vorgeladen wirst, Zeugen aufgerufen werden, die du vielleicht bestechen kannst. Also der finanzielle Aspekt ist enorm riesig in GTA 6 und wir können uns wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen, was das alles noch für Dimensionen hat. Ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung wie immer gespannt. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Freue dich aufs nächste GTA 6 Video. Bis zum nächsten Mal. Rein. Ciao.